Moin, liebe Freunde der Naturgewalten da draußen und herzlich willkommen zur 52. OMSI-Folge. Jo, wir fahren heute wieder auf Ruhr auf V2 mit unserem virtuellen Busbetrieb LBT bzw. Linienbustransport GmbH. Jo, wir haben einen neuen Bus in Anführungszeichen hier im Fuhrpark. Das ist ein MAN NG92. Also, aber eigentlich ist der Bus 95, also müsste es ein NG95 sein. Aber den gibt es leider um sie nicht. Also ist mir nicht bekannt. Wenn doch, dann könnt ihr mich gerne korrigieren. Ja, ist schon für den Linienverkehr ein bisschen Altersteil. Also 26 Jahre hat das Ding schon auf dem Kasten. 26, ja, müssten 26 sein, wenn ich rechnen kann. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, rüsten wir das Teil mal auf. Ja. Der Wagen ist eingereiht bei uns im Fuhrpark als Wagen 5. Hier steht nur überall die alte Nummer dran. Da waren wir zu faul, die wegzumachen. Wir müssen auch noch einen Fahrplan auswählen. Genau. Ach du Scheiße, in einer Minute geht's los. Nee, das schaffen wir nicht. Hier ist Pfeile noch an. Rote Schrift. Suppi. Passt. Ja, wie gesagt, Teil ist von 95. Ja. Es liegt daran, dass wir uns so einen alten Bus angeschafft haben. Nicht, weil wir Historik-Fans sind, sondern ganz einfach, weil wir kein Geld haben, uns neue Fahrzeuge anzuschaffen. Deswegen müssen wir hier noch auf so eine alten Teile ausweichen. Aber der Bus wird, hoffe ich, nicht so lange bei uns im Fuhrpark sein. Also geplant sind nur bloß ein paar Monate. Kann aber auch sein, dass er 3 Jahre fährt, was ich aber nicht denke. Weil, wie gesagt, er ist von 95 und somit 26 Jahre alt. Oder er wird 26. Zulassung war ja erst hier von dem Wagen im Oktober. Jetzt haben wir noch August. So, wir haben Abfahrt. Super. Ja. Und ihr wundert euch sicherlich vielleicht, warum wir dem Bus so einen alten Wagen neue Sitzpolster geben. Wenn der doch vielleicht bei uns eh nur ein paar Monate fährt. Habe ich jetzt richtig geschildert? Jo. Ah, supi, es will keiner mitfahren. Mensch, sparen wir ja Zeit. Rathausgalerie. Ja, also, der hat noch die, der hat jetzt neue LBT-Sitzpolster bekommen, weil, wo wir den Wagen von der VGF, also Telto Fleming GmbH, KKG oder ich weiß nicht, was die Rechtsform ist, abgekauft haben, hatte der Wagen keine Sitzpolster gehabt. Somit mussten wir noch Geld investieren, um ja, da Sitzpolster drauf zu machen. Aber ist auch nicht verkehrt, weil dann haben die Fahrgäste schöne, gemütliche neue Sitze. Und ja, der wird hauptsächlich im Schulverkehr dann fahren. Und halt auch so ein paar Linientouren und SEV. Wobei wir Linieneinsätze eigentlich jetzt nicht so. Danke. Linieneinsätze jetzt nicht so vorsehen. Das sieht auch die RVAG nicht so gerne, wenn wir hier einen 26 Jahre alten Bus im Linienverkehr einsetzen. Aber ist halt eine Ausnahme, weil wir haben uns noch einen Gelenk-Citaro gekauft, aber der ist noch bei der Beklebung. Ja, und deswegen mussten wir, also wir hatten schon eine Tour hier auf der Linie gebucht. Ja, gebucht hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Ja, und da wir nur den Bus hatten, mussten wir jetzt ausnahmsweise hier auf den
Bus zugreifen, denn wir hatten oder haben zum aktuellen Zeitpunkt nur den Hallo, guten Tag. Einzigen Gelenkwagen hier. Hallo. Und der andere ist wie gesagt noch in der Beklebung. Aber heute zum aktuellen Tag ist nur der Wagen hier einsatzfähig. Ist halt so, ne? Und ja, ich hoffe mal, dass wir uns in Zukunft neuere Busse anschaffen können. Rathaus. Die moderner sind. Weil es ist nicht schön, wenn man so einen veralteten Fuhrpark hat. Also unser Fuhrpark besteht ja hauptsächlich aus Citaros. Dann haben wir einen Citaro Facelift. Von 2009 war der, glaube ich. Nee, weiß gar nicht, welches Baujahr war denn der. Muss ich nachher mal nachschauen. Oder war der 8? Ja, kann sein, der war 8 und dann haben wir noch einen Solaris, der ist bei 9. Glaube ich, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. U-Bahn Berlin-Freak bringt gerade alles durcheinander. Supi, 4 GB Patch und das Spiel leckt genauso rum. Also genauso doll wie vorher. So, steigt mal ein. Warum habe ich hinten die Tür aufgemacht? Guten Morgen. Hallo. Ich bin schon wieder total überfordert. Guten Tag. Jo. Danke. Bitteschön. Ja, und wir haben immer noch kein eigenes Außendesign für den Bus. Und das, obwohl wir schon 3 Wochen lang unterwegs sind und wir haben halt immer noch kein einheitliches Design für unsere Busse. Aber selbst wenn wir ein einheitliches Design hätten, würden wir gebrauchte Busse nicht lackieren. Also es ist unwahrscheinlich, dass wir das tun, weil wir haben keine eigene Lackierhalle, wir haben noch nicht mal ein eigenes Depot, wir müssen das immer von der RVG nutzen. Ja, ist scheiße, aber uns bleibt nichts anderes über. Und mal ehrlich, warum sollte man einen gebrauchten Bus, der schon 15 Jahre alt ist und man sagt, okay, man setzt den nur noch für 2 Jahre vielleicht ein, umlackieren? Das, das würde vorne und hinten sich nicht rechnen. Hallo. Moin. Guten Tag, Herr Butz. Hey, ja, ich bin ein Kind, also könnt ihr bitte eine Kinderkarte haben? Ja, kannst du haben, aber für mich siehst du eher aus wie ein Karten wie kein Kind. Guten Tag, bitte. Jo. Danke fürs Passendsein. Ich mache irgendwie hinten immer die Tür auf. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht hat man auch einen Haltewunsch. Hä? Alter, was habe ich gemacht? Habe ich einen Unfall gebaut? Nee. Hä? Wo bin ich denn gerade gegengefahren? Und der Bus springt doch nicht 3 Kilometer weit aus. Hä, da kann doch irgendwas an der Omsi-Physik nicht stimmen. Wo bin ich denn gerade gegengefahren? Da war doch nichts. Außer das eine Haltestellenschild, aber es steht ja da immer noch rum. Keine Ahnung, was die KI hier schon wieder hat. Omsi ist ein ganz tolles Spiel. Ruhr-Aumittel, ZOB. Alter, ich vergesse das immer weiterzuschalten, weil alle Busse, die sonst immer fahren, schalten automatisch weiter und der schaltet hier nicht weiter. Oh Gott, Alter, was ist das für ein Klickern? Das ist ja schlimm. Ne, wir haben kein Grün. Wollte schon gerade losfahren. Aber wir müssen noch ein paar Sekunden oder Stunden, Minuten, Jahrzehnte, Jahrhunderte, whatever, hier noch stehen. Ja, wir fahren übrigens morgens so um 5 auf den Freitag.
Schulkinder werden, glaube ich, noch nicht mitfahren. Kommen vielleicht erst in einer Stunde. Ja, der Bus ist noch nicht so voll. Also man hätte auch eigentlich mit dem Solowagen fahren können, aber die RVAG wollte das unbedingt, dass wir mit dem Gelenkwagen fahren. Und wie gesagt, das ist aktuell unser einzigster fahrbereiter Gelenkwagen. Der andere befindet sich noch in der Beklebung, aber der wird sicherlich auch bald zum Einsatz kommen können. Ja, und wie ihr vielleicht schon hört, hat der Bus ZF. Kein Void. Hey, Mahlzeit. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Danke. So, weiter geht's. Seestraße. Na, der fährt ja toll. Ja, danke schön fürs Kompliment. Hust, hust. Alter, was... Diese scheiß Fahrgastpendel. Ich glaube, von denen kommt dieses komische Klickern. Ach komm, den habe ich doch jetzt nicht wirklich mitgenommen. Nee, das zählt nicht. Ach, fick dich, Spiel. Ey, Digga. Jetzt mal ohne Witz, den halt. Das ist diese scheiß Omsi-Physik, ne? Funktioniert vorne und hinten nicht. Toll, jetzt muss das Spiel erstmal wieder 3 Stunden nachladen. Super. Oh, Mann. Und wir haben 8 Minuten Verspätung. Ja, super. Freut mich. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, okay, das Klickern kommt echt von diesem scheiß Fahrgastpendel. Ist anscheinend ein Soundbug oder so. Oder ist das, weil der Motor an ist und die Dinger... weil der Motor irgendwie... Der Motor ist da hinten, dann dürfte er nämlich hier vorne vibrieren. Macht, glaube ich, wenig Sinn. Also, es gibt ja bei manchen Bussen, die auch schon ein paar Jahre auf dem Kasten haben, dass, wenn der Motor an ist, dass da dann irgendwie die Deckenverkleidung oder so vibriert. Also, dann gibt es irgendwie so ein, ja, so ein Klickern Geräusche. Aber das würde dann nicht vom Fahrgastpendel, würde das keinen Sinn machen, weil ich wollte schon erst gerade sagen, das kommt vielleicht durch die Motorvibration, aber der Motor ist ja hinten, 18 Meter weiter weg. Oder sagen wir 16, aber... Hallo, guten Nein, das macht keinen Sinn. Fahrkarte, bitte. Jo. Danke, recht schön. Bitteschön. Machen wir mal Fernlicht an. Supi, um sie muss wieder nachladen. Toll. So, an der nächsten Haltestelle mache ich mal ein Fahren. Ist das überhaupt... jetzt gehen... Ja, super. Jetzt gehen die Straßenlaternen an, ne, wo ich Fernlicht anmache. Ja, hier ist wieder dunkel, auch nicht schlecht. Ist es überhaupt erlaubt, in der Stadt mit Fernlicht zu fahren, auch wenn da von vorne keiner kommt? Keine Ahnung, ich lasse es dann lieber mal aus. Und ich weiß, ja, hier ist nur 30, aber ich will Verspätung aufholen. So, und an der nächsten Haltestelle habe ich weitergeschaltet? Nee, habe ich nicht. Sie sind ja wieder pünktlich heute. Ja, ne? Auch schon bemerkt. Ja, supi, interessiert mich nicht, dass dein Anschluss weg ist. Dann fahren wir mit der nächsten Bahn. So, Thumbnail gemacht.
wir können weiter. Unfall? Wie un... Hä? WTF? What? Wo habe ich einen Unfall gebaut? Ey, das Spiel will mich doch verarschen. Wo habe ich einen Unfall gebaut? Ich bin... Hä? Omsi ist schon mal wieder total überfordert. Beinahe gegengefahren. So. Noch einmal um eine Kurve fahren und dann 3 Meter rollen. Nein, sind ein bisschen mehr. Kölner Straße, wir können schon mal weiterschalten. Kölner Straße. Ja, dafür, dass der Bus aber schon ein paar Jahre auf dem Kasten hat, sind die Lautsprecher noch voll in Ordnung. Also ich mag den Bus. Nur ich fahre den leider nicht so oft. Die dürfen meine Kollegen fahren. Aber ich finde den gar nicht mal so verkehrt. Obwohl es ein MAN ist, aber sagen wir mal so, bis zu dem Zeitpunkt war MAN von der Qualität her noch in Ordnung. Aber heutzutage kannst du ja MAN echt in die Tonne kloppen. Das Einzige, was MAN wirklich gut kann, sind leise Motoren zu bauen. Also, da sind MAN-Motoren von der Akustik her, oder was die Lautstärke betrifft, sehr gut. Sogar noch besser als Mercedes, aber den Rest kannst du in MAN echt in die Tonne hauen. So. Das war's mit der heutigen Omsi-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, halt doch mal. Nö, guck ich nicht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das auch tut. Und schaut auch mal bei dem lieben Simulatoren-King vorbei. Jo, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.